Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Freizeitpark Planspiel. Heute mal ohne Nitrama, dafür mit Sase. Hallo. So, in seinem Namen ist er Freizeitpark-Freak, mehr oder weniger und auf jeden Fall Achterbahn-Experte. Hoffentlich, ja. Ich hoffe, ich kann mit ein bisschen Wissen glänzen. Zumindest kannst du mit mir mithalten. Das vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß zwar, wo welche Achterbahn steht, aber du. Also bei dir habe ich Ah, so meistens so viel das mehr weiß Gefühl, ich auch nicht du mehr. mit den Elementen weißt du mehr. Und Ja, das kann dass sein. Kern dann jetzt ein Infinity Coaster ist, da wäre ich auch nicht so schnell drauf gekommen wie du. Mich war es im ersten Moment wieder ein Eurofighter, aber das kommt ja nicht Ja, hin. ja. Falsche Wagen und so. Und ich glaube sogar falsche Spurbreite, oder? Meine ja. Die Schienen sind breiter, Ja. ne? Die Um Schienen einiges sind breiter. wuchtiger. Gut, auf jeden Fall legen wir jetzt los mit dem Freizeitpark-Planspiel. Ich habe euch das hier gerade extra. Ups. Jetzt will ich mich einloggen. Ich habe euch gerade extra hier dieses Bild hier gezeigt, um euch zu zeigen, dass wir wieder im Chrome spielen. Nur vorweg zur Info. Weil es ja etwas anders aussieht. So, warum steht da eigentlich schon wieder Kojo 2? Der Dreier ist es doch. Ja, man darf sich mehrfach registrieren bei dem Spiel. Wollte ich nur mal erwähnen. Ne? Jo. Sogar mit einer Mailadresse funktioniert das. Das ist eben sehr schön für Leute, die einfach nur von vorne anfangen wollen. Genau. Ganz am Anfang gab es gar kein. Also, nee, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das mit der Mailadresse funktioniert. Nein, das funktioniert nicht mehr mit Mehrfachanmeldungen. Nee, leider nicht mehr. Aber ich habe noch mehrere über eine Mailadresse, weil früher ging das, bis der Herr auf die Idee kam, hey, man muss sich ja nicht unbedingt mit seinem Benutzernamen einloggen, sondern man kann es ja auch per Mail machen. Joa. Ich glaube, bei mir wird dann Gut der gedacht, letzte aber Account, den ich genommen habe, ausgewählt. Ja, warte, irgendwas war da noch. Da ist noch irgendwas zusammengelegt worden, oder was? Genau, nee, man. Zwischenzeitlich war es dann noch so. Genau, davor war nämlich die Phase, man durfte nur noch eine Mailadresse benutzen. Das gab's ja auch noch. Da habe ich dann alle meine Accounts zusammenlegen lassen. Ja, und deshalb kann ich das E-Mail-Adressen-Login nicht nutzen. Seht, was das Ebste heute war? Derbste wahrscheinlich, ne? Zwei Stunden nur arbeiten. Ey, TX, du hast ein Leben. So, ja, was machen wir denn jetzt? Natürlich erstmal vorspringen. Also man spielt hier immer. Sase kennt das Spiel noch nicht, deshalb erkläre ich das nochmal so ein bisschen nebenher. Okay. Wir müssen hier erst jeden Monat jetzt vorspulen, quasi. Jeden Monat vorspringen. Das Ganze hängt auch damit zusammen. Das Spiel war früher echtzeitbasierend. Je nach Server war es Also. unterschiedlich, zum Beispiel alle 3 Stunden neuer Monat. So, jetzt sind wir gerade im April, das heißt, wir bekommen jetzt das erste Mal hier auch Geld und Besucher und so. 3,7% schon wieder dazu gewonnen. Ich habe, glaube ich, auch schon wieder nicht meinen Eintrittspreis. Aber Minus gemacht haben wir. Weil unsere Souvenirstände sind ja immer noch überlastet. Oder unser Souvenirständchen ist ja nicht mal ein richtiger Stand, ist ja nur so ein Mini-Teil. So, damit haben wir den November erreicht und jetzt muss ich mal kurz
mal kurz auf den Chat eingehen und Elke was fragen. Weil ich check das gerade nicht. Okay, ich habe meinen Vater gerade derbst geschockt. Anscheinend so schlimm, dass ich nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen bin. Hä? Also entweder ihr Vater hat noch darauf bestanden, dass sie mit... Hä? Ah! Ach, okay. Also, weil dein Vater ihn umbringt. Alles klar. Ah! Wieso, bist du schwanger? Jetzt kommt noch ja und glücklich drüber. Was? Ecke ist übrigens, sag ich das jetzt, damit alles passt. Sie ist 18. Sie ist 18. Also wie Winding auch. Also alt genug. So, ich hoffe jetzt, das war, ich war jetzt wirklich gemutet, ich glaube schon. Okay, sie ist nicht schwanger. Oh, seit 2 Wochen nicht mehr zu. Oh, ja, mein. Beileid oder Glückwunsch? Darfst du dir aussuchen. Nimm das, was besser passt. wusste ich noch nicht. Das wusste ich. Also, wie ihr ja wisst, steht da. Also, ich wusste es ja noch nicht. Gut, das Ganze kommt jetzt übrigens dann auf YouTube, ne? Elke, tut mir leid, aber gut. Ja. Was bauen wir denn Ja. jetzt? Was bauen wir denn jetzt? Komm, schreib mal in den Chat, was bauen wir jetzt? Und die Was Leute auf bauen wir YouTube, ihr könnt, jetzt? dürft auch immer in die Kommentare schreiben, was wir bauen sollen. Allerdings bauen wir das dann erst in der übernächsten Folge. Weil die Folgen erscheinen ja immer dienstags und donnerstags. Und aufnehmen mache ich meistens Freitag zweimal. Diesmal wird es aber wieder anders sein. Diesmal nehme ich dann nämlich am Sonntag wieder auf, so wie letzte Woche auch. Wahrscheinlich zumindest. Aus einem ganz bestimmten Grund. Denn jetzt gleich reden wir über das Fort 4 Horrorland im Fort von Abenteuerland. Und. Oh. Ja. Das war Humgehuste hochziehen. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie das Fort 4 denn dann wirklich war. In Details. So wie jetzt letzte Mal dann halt auch mit dem Halloween Horrorfest. So. Was bauen? Nein! Ja. Was bauen wir jetzt? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was bauen wir jetzt? Was bauen wir jetzt? Nein, das ist es nicht. Elke, das ist es nicht. Ich bin leicht erkältet schon wieder. So, ich guck mir jetzt erst. Wir gucken erstmal nochmal unseren Park an. So, hier soll der Horrorbereich hin. Hier ist Westernbereich. Können wir in dem Westernbereich noch was bauen? Mann, ich muss mir die ganze Zeit schippen umstellen, weil ich da am Gehen bin wie Sau. Scheiße. Oh Mann, jetzt schon. So, komm, Ja, jetzt packen schon. wir ein Pferdekarussell in. Ah, lassen wir auch Pferdekarussell in den Westernbereich. Und dann bauen wir noch einen Souvenir-Shop. Wird ja langsam Zeit, der ist ja überlastet hoch 10. Ja, und hier, wo du das rote Kästchen dann jetzt siehst, ne, oder ihr das rote Kästchen seht, da ist normalerweise halt das, ja, zwar leicht rot, aber trotzdem das Bild zu sehen. Das funktioniert halt im Chrome jetzt nicht.
Würde mich dann nächste Woche anstecken. Also meine Erkältung ist wieder weg. Text, dieses Mal hast du die Kosabütze wenigstens nicht bei dir. Ab Donnerstagabend, ja. Genau. Dann coaster ich zu ihm. Oh, der ist aber flach, du. Der ist so flach, der ist unter den Rollen meines Rollstuhls durchgehuscht. Ja. So, bauen wir jetzt den Märchenladen. Ne? Ja, Märchenladen hört sich gut an. Vor allem für Märchen sind immer gut. 1979, ne? Oder 1980. Ja. Papa Aber hat für immer noch viel 1980 zu ist der Park tun. schon gut voll. Hallo, weißt du, was wir schon bauen könnten? Nein. Scenic Railway natürlich, Scenic Railway natürlich, Jet Coaster kennst du auch, ne? Schwarzkopf und so. Holzachterbahn klassisch, Speedstar Coaster, Schwarzkopf natürlich. Kennst du auch. Kennt sich aber mehr als gut aus. Powered Coaster, Looping Achterbahn, Doppellooping und Sh Looping Shuttle. Shuttle denn so wie in RCT1? Du siehst gar nicht, dass er shuttelt. Du brauchst ja nur den Plan. Oder was meinst du jetzt? Nee, hat sich erledigt. Ich eben sehe es jetzt gerade im Stream, wie der aufgebaut ist. Es ist mehr wie ein Rollercoaster Tycoon 2, wie er durch die Station wieder zurückrollt. Das sind sinnvolle Shuttle. Peter, woher weißt du das? Stimmt doch gar nicht. Wieso? Kannst du doch Ich gar nicht eben sehe wissen. da auf dem, ich sehe da auf dem Ding hinten noch einen braunen Strich. Also denke ich mir einfach, Ja, dass so er und in hinter der Station RCT1 ist nochmal es rollt. auch so, dass der Shuttle Coaster erst rückwärts hochgezogen wird und dann durch die Station rollt und dann durch den Looping und dann nach oben und dann wieder zurück durch den Looping und dann in der Station stehen bleibt. Das geht mit dem Teil auch. Es steht ja nicht Denn Shuttle ja. Abschuss. Ja. Okay, doch Gut. ist es. Mit ohrenbetäubendem Lärm schießt der fünftgliedrige Zug urplötzlich aus dem Stationsgebäude hinaus. Angetrieben von einem Schön. gigantischen Schwungrad beschleunigt das Gefährt binnen kürzester Zeit auf über 70 km/h. Durchfährt zunächst den Looping, bevor er dann am Steilhang auspendelt, um die Strecke rückwärts zu durchfahren. Am hinteren Ende befindet sich ebenfalls ein steiler Anstieg, sodass der Zug dort erneut die Richtung wechselt. Okay. Gut, denn es Also ist ist es so wie sogar in beschrieben. 1. Ja, ist wie in 1, nur dass hier hinten noch eine Strecke dran ist, sodass er hinten nochmal ausschwingt, bevor er dann Also wie in reinfährt. 2. Wie in 2, nur mit einem Vorwärtsstart. Hä? Den Modus gibt's doch auch. Oh, da bin. Warte, gab's den in 2? Weiß ich gar nicht. Doch, ich meine, den gab's. Na gut. Vielleicht weißt du da mehr. In 2 habe ich nämlich fast nicht gespielt. Und wenn, dann habe ich keinen Shuttle Coaster gebaut. Gut. Und in 1 war es Okay. definitiv so, dass du hinten die Pendelstrecke nicht brauchtest. Hinter der Station. So, jetzt geht's erstmal zu dem wundervollen kurzen zweiten Teil. Heidepark. Saasee hat sich heute erkundigt. Heute wurde nämlich veröffentlicht, was für eine Attraktion fürs nächste Jahr im Heidepark entsteht. Und das, wie der Heidepark vorher so schön sagte, in allen Details. Erzähl uns die Details, Saasee. Wir schwenken rüber ins Studio anderswo. Ein Studio anderswo. Das Studio ist übrigens in Gelsenkirchen, nur weil Ich ich weiß, jemals wusste auf ja die nicht, Idee ob ich es kommen da sollte, mich sagen nicht zu darf. Ja. besuchen.
falls Lieber jemand auf möchte die Idee kommen Geld. sollte, mit dir einen Freizeitparkbesuch zu planen und zu wissen, ab wo ungefähr so die Reichweite ist, ne? Ja, dann ist es sinnvoll. Genau, im Heidepark eben hat eben heute eben angekündigt, dass sie eben ein Ghostbusters 5D, die ultimative Geisterjagd, eben im nächsten Jahr bauen möchten. Für nächstes Jahr, ja. Ja, genau, für Nächstes nächstes Jahr. Jahr eröffnen wollen. Richtig. Ja, dafür wird wohl, denke ich zumindest, wie vorher schon, ja, muss eigentlich, wie vorher schon angekündigt, die Bud Spencer Show wegfallen. Also die läuft ja jetzt wohl schon nicht mehr. Nach dem Tod von Bud Bud Spencer Spencer? eben Nee, ist Quatsch. es. Bud Spencer nicht, nein. Ist der nur Spencer? Wie hieß das denn? Hallo Spencer? Hallo Spencer, genau! Ich war gerade überlegt. Nee, warte mal, Bud Spencer war das doch nicht. Und dann sagst du das noch. Nee, hallo Spencer, genau. Also, hallo Spencer ist ja. Ja, wurde ja wohl, soviel Ja. ich weiß, sogar schon rausgerissen alles. Und da war ja heute auch halt die Vorstellung von dem Ganzen. Und denke ich mal, dass es da auch reinkommt. Alles andere macht ja keinen Sinn. Hallo Spencer, da wissen die meisten Jugendlichen von heute und auch Kinder von heute gar nicht mehr, was das ist. Also war es eigentlich mehr als sinnvoll, das endlich mal Ja, rein jagen zu lassen. theoretisch ja, aber ich habe Hallo Spencer damals gemocht und Hallo ich habe die Spencer, Show nie nein, du tust es gesehen. nicht. Ich habe die Show nie gesehen und habe es damals im Fernsehen geliebt. Eigentlich wollte Ja, ich mir die immer ist mal wohl leider auch angucken, war so aber immer gewesen. mit den falschen Leuten im Park, um so einen Scheiß halt zu machen. Also, ah oh nee, so einen Scheiß gucke ich mir doch nicht an und das ist doch was für Kinder und kennt man ja. Eigentlich wäre es mal interessant gewesen, weil ich habe es selber auch nie geguckt, Ich glaube, man obwohl hört es gerade, ne? Bud Ich glaube, Spencer man ich hört ja es auch kenne. gerade, ne? Ich mach mich mal eben stumm. Ja. Ich wollte sagen, dass ich hier den Hallo Spencer damals im Park auch nie angeguckt habe, obwohl ich hier die Serie geliebt habe als Kind. Es war einfach super und eigentlich schade, dass das nicht mehr existiert. Lief immer auf dem NDR, soweit ich weiß. Doch, doch. Ja. Ich gucke jetzt nochmal nach. Also produziert wurde sie von 79 bis 2001 laut Wikipedia. Gelaufen bis 2001. Also eine so alte Show wurde wirklich lang produziert mit insgesamt 275 Folgen. Also man kann es wirklich hier gut vergleichen mit einer deutschen Version von der Sesamstraße, wenn nicht sogar besser. Ja, könnte man. Hörst du mich noch, Sasse? Es lief sogar mal auf Nee, Nickelodeon. jetzt hörst du mich. Das ist interessant. Ich höre dich, ja. Ja. Ja, ich bin hier gerade durcheinander gekommen, mit wo jetzt gemutet ist und wo nicht. War gerade verwirrend. So, dann sind wir jetzt. So, dann schließen wir mal jetzt mal den Heidepark ab und kommen jetzt zu dem etwas größeren Part. Ich gehe dafür wieder auf Google Maps. Du kannst ja folgen, dann siehst du es live. Verstehst, wie ich das meine? Dann gehen wir ins Fort Fun. Abenteuerland, Aurora-Straße Bespich. Dann natürlich in die Earth-Ansicht. Das erste Mal, als ich das so gemacht habe, war ich übrigens so intelligent
und habe allen gesagt, was sie machen sollen, wo sie hingehen sollen, bis ich gemerkt habe, oh, die sehen das ja alle. Außer die Drama natürlich, da hat es dann Sinn gemacht. So, das ist das kleine beschauliche Fort von Abenteuerland. Gehe hier mal einfach einmal durch. Ah, teilweise ein bisschen unscharf. Nee, wird sogar scharf wieder. Ah, okay. Sind sogar relativ aktuell. Der Topspin ist schon vorhanden, der ist ja auch noch nicht so alt. Steht aber hier kein Copyright auf den Bildern, ne? Mit Jahreszahl. Doch, da war was. Da ist auch was. Copyright 2016 steht drauf. Oh, dann ist das, sind das wirklich aktuelle Bilder wahrscheinlich. Wahnsinn. Ja, Google hat in diesem Jahr neue Bilder gemacht. Das hat man auch an dem Haus meiner Eltern gesehen. Glaube ich aber nicht. Doch, Kann doch. eigentlich nicht. Eigentlich muss das ein paar Jahre alt sein. Sonst frage ich mich, warum das Maisfeld noch steht, scheinbar. Was seid ihr Oder da es sind schon einfach wieder? Bilder. Oh, Hilfe! Hilfe, was geht denn jetzt ab? Naja, egal, einfach ignorieren. So, Fort 4 Horrorland oder auch Fort von Abenteuerland zu anderen Jahreszeiten. Wir gehen zum Parkeingang. Für Yasasa jetzt. Falls du den Parkeingang erkennen kannst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich intelligent genug, um zu erahnen, dass der große, breite Weg an der Straße beginnt mit den braunen Häuschen davor. Ja. Gut. So, und jetzt gucken wir uns erstmal an, wo die Maces dieses Jahr sind. Einiges basiert auf Vermutung, weil alles weiß ich nicht. Bin noch nicht auf dem neuesten Stand, muss ich sagen, aber das sollte alles hinhauen. So, wir folgen dem Haupteingang. Gehen an der großen Uhr vorbei, wie ihr hier seht. Und dann auf der rechten Seite diese Gebäude, die aussehen wie mehrere, was eigentlich nur eins ist, mit mehreren Fassaden und verschiedenen Dächern. Also es ist halt durchgehend. Wie vieles in Freizeitparks ist es halt aufgebaut, dass es so aussieht, als wäre es mehreres. Ja. Hier vorne ist der Eingang, früher noch zu traumatisiert, seit diesem Jahr. Ich frage mich nur, warum ihr die gesehen habt. Ja. Seit diesem Jahr. Ich weiß ja nicht, wie ich das rausschneiden soll für YouTube. Das wird scheiße. Egal. Seit diesem Jahr ist da jetzt 13. Moon Street. Sagst du es richtig? 30? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Okay. Ahnung. Drin, auf jeden Fall, ist das der Wohnort und die Geburtsstätte von Jackies dämonischen Verwandten. Ich bin sehr gespannt. Du kennst die Geschichte um Jackie, glaube ich, nicht? Nein.
kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich gehe erstmal die Maces durch und dann. So, dann gehen wir mal einfach erstmal geradeaus auf diesen großen Platz hier. Rechts, so diagonal hier, ist der Saloon. Der wird dieses Jahr nicht für Halloween-Zwecke missbraucht. Ansonsten war da immer, wirklich solange ich denken kann, auch eine Halloween-Show drin. Dieses Jahr ist sie gegenüber. Und zwar direkt auf diesem kleinen Platz, wo diese Tische und Bänke hier stehen, vor dem Service Point, wird sich dann eine Bühne befinden mit einer Pyro-Show. Bin ich sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, auch wenn ich wirklich das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe. Weil ich bin immer noch der Hoffnung, dass die Zaubershows für Halloween wieder zurückkommen, mit Jackie-Thematisierung natürlich. Das fand ich genial. Letztes Jahr das Hörspiel, das Live-Hörspiel war auch ganz nett. Wenn er dann da so vorliest, live und wirklich sehr aufbrausend wird und über irgendein Feuer redet und plötzlich riecht es nach Feuer und es qualmt, das ist cool. Das ist wirklich cool. So, dann gehen wir hier weiter Richtung Kettenkarussell. Ich hoffe, du erkennst das da, sehe. So, gehen dann geradeaus am Kettenkarussell vorbei, also ja, zur Achterbahn. Ja, in der Warteschlange der Achterbahn, hier an diesen Felsen hier zu erkennen, der Eingang. In der Warteschlange befindet sich seit letztem Jahr Apokryph. Ebenfalls ein Maze. Kostet 4 Euro. Meines Wissens nach. Ich hoffe, der Preis stimmt noch. Das Ding, diese Warteschlange. Du warst noch nicht im Fortfahren, ne? Nein. Diese Warteschlange ist mega irrsinnig lang. Sie beinhaltet einen Drehtunnel. Weißt du, was ich meine? Ein schiefes Haus, wo du wirklich hoch und wieder runterlaufen musst. Okay. Ein ziemlich langen Gang. Dann beinhielte es ein Animatronic, der leider nicht mehr da ist. Noch ein bisschen Deko-Elemente. Dann folgt noch eine. Ich nenne sie mal Wackelbrücke, so eine elektrische, wenn du weißt, was ich meine. Die so hoch und runter hoch und runter im Kreis geht. Mit Kirchenziel. Freifläche unten drunter. So. Und ungefähr da verlässt das Maze dann die Warteschlange. Das ist ja schon ein Riesenstück eigentlich, ne? Wenn man sich das so überlegt. Das siehst du hier auch auf dem Bild ganz gut. Das geht ja hier einmal um die Ecke und so. Und dann geht das so ein bisschen da unten drin noch weiter. Und ja, da bist du wirklich teilweise unter der Erde. So, dann verlässt du die Warteschlange und du gehst da unten durch den Backstage-Bereich und du gehst und du gehst und du gehst und du gehst. Jetzt Zitat eines YouTubers, der auch über Freizeitpark berichtet. Ich habe mich irgendwann gefragt, irgendwo muss doch das Wort Fun zu Ende sein. Ich dachte wirklich, ich stehe hier gleich unter der Marienkäfer-Achterbahn. Die ist übrigens am anderen Ende vom Park. Nein, natürlich ist das nicht der Fall, sondern du bist die ganze Zeit auf dem Gelände von der Achterbahn und du kannst das auch erahnen und dir denken, weil ja, du läufst unter anderem sogar einmal neben dem Bereich unter der Station lang. Da siehst du auch ein bisschen Licht und auch ein bisschen, dass du da, also du kannst ja erahnen, dass du da drunter bist oder gut erkennen eigentlich sogar. Und ja,
Ja, auf jeden Fall geht es da drin um Jackies Dämonen. Vielmehr möchte ich, also ich möchte eigentlich nichts spoilern. Es hat auch einige Scare-Effekte, die nicht nur von Monstern hergeführt werden. Und ja, der Eingang von der Achterbahn befindet sich dann in der Zeit am Ausgang der Achterbahn. Ist aber ganz gut gelöst worden. Der Ausgang vom Maze befindet sich allerdings auch am Ausgang der Achterbahn. Das ist für einige so ein bisschen verwirrend. Warum kommen die denn da alle raus? Weil der Ausgang von der Achterbahn ist da übrigens auch noch. Warum kommen die denn jetzt uns alle entgegen? Warum kommen die denn da alle raus? Die Achterbahn fährt doch noch. Berechtigte Frage, oder? Bei Ja. Einzugbetrieb. So, und dann kommen aber die Leute auf die Idee, gehen wir mal den Weg lang. Wenn da schon zwei Ausgänge sind, vielleicht ist da ja noch ein Eingang. Nein. Oder die Leute laufen zur Achterbahn hin, zum eigentlichen Eingang, sehen, oh, da stehen ganz viele Leute, da ist Kartenkontrolle. Irgendwie, nee, das kann nicht die Achterbahn sein. Laufen im Kreis, gehen wieder dahin. Oh, nee, Laufen im Kreis, gehen wieder dahin. Oh, Ich stehe gerade am Maze an, drehe mich um. Vielleicht ist das dritte Mal hier. Kann ich irgendwie helfen? Wo ist denn der Eingang zur Achterbahn? Das hier ist ja was anderes, oder? Aber erstmal dreimal im Kreis laufen. Naja. Kommt vor. So, langsam müssen wir ein bisschen Gas geben. Die Folge wird, glaube ich, Jo. gleich schon eine halbe Stunde wieder. Dann gehen wir jetzt Richtung Wald. Also wir verlassen das Maze einfach wieder am Eingang. Wir gehen hier über die Brücke, die man erahnen kann. So rot gepflastert davor und dahinter. Und es ist nicht ganz aktuell. Gehen hier über die Minigolfanlage, die es nicht mehr gibt. Aha. Okay. Oder? Ist das noch die Minigolfanlage? Ist schwer zu erkennen. Sehr schwer zu erkennen. Auf jeden Fall gehen wir da drüber. Und gehen dann einfach geradeaus und dann sehen wir hier schon einen Weg, der hier so den Wald hochführt. Einfach so. Ungefähr an der Stelle beginnt das Maze, das den klaren, unverwechselbaren Namen trägt seit letztem Jahr, der Wald. Unendlicher Weltraum. Warte, falsches Franchise. Nein, man hat sich halt einfach dafür entschieden, man hat damals versucht, in einem Jahr dem Wald ein Thema aufzuzwängen. Ursprünglich hatte man ein tolles Thema, nämlich Friedhof der Puppen. Halt einfach hat was mit der Geschichte von Jackie zu tun. Jackie macht halt Menschen zu Puppen, zu lebendigen Puppen. Es gibt zwei Bücher inzwischen dazu, die sind beide empfohlen ab 18. Und mega geil, meiner Meinung nach. Ja, das Ganze macht sie durch Qualen, also dadurch, dass sie unter anderem mit Licht und Salz arbeitet und dadurch halt sämtliche Funktionen des menschlichen Körpers irgendwo ausschaltet. Sämtliche Funktionen des Gehirns, will ich mal so sagen. Zumindest was Denken betrifft und so weiter. Und dazu war halt dieses Maze sehr geil passend gemacht. Da waren halt ihre Puppen, die da rumgetobt sind. Friedhof der Puppen finde ich auch vom Namen her ganz nett. Und dann kam die Wende. Hey, wir müssen etwas Besseres in den Wald machen. Wir müssen den Wald umgestalten. Wir bringen da jetzt Märchen rein. Nein. Nein. Maces mit Märchen habe ich überhaupt kein Problem mit, aber nicht da. Nicht in den Wald. Nicht in den Wald.
So, und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt beschweren sich alle, dass wir da versuchen, Märchen zu machen und so weiter. Machen wir es doch ganz schlicht. Nennen wir es einfach der Wald und fertig. Weil Friedhof der Puppen halt nicht mehr passte, weil die Geschichte weiter fortgeschritten ist. Ne? Ja, so, und dann verlassen wir den Wald jetzt wieder ungefähr am Eingang, gehen ein kleines Stückchen zurück und da steht dann eine große Hütte. Er sieht auch wirklich aus wie eine Holzhütte, also ist jetzt hier nicht drauf. Sieht wirklich aus wie eine große Holzhütte. Sind die ehemaligen Container, wirklich Container, die man früher auch als Container erkannt hat. Also es sind mehr oder weniger so Bürocontainer, ne? Die standen früher am Westernbahnhof, also hier. Ich weiß, weißt du jetzt nicht, wo der ist. Und sind als ausgeliefert noch und sind dann später hierhin gelangt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann hieß. Daneben war dann zu dem Zeitpunkt das Maisfeld. Schon ab 12 Uhr, glaube ich, geöffnet. Für Kinder und bei Dunkelheit dann auch als Maze. War auch ganz nett. Aber nett ist halt auch der kleine Bruder von Scheiße, ne? Nein, so schlimm war es halt nicht, aber es war okay, aber man hatte schon Besseres. Ja, und der Rest waren halt so Bürocontainer. Jetzt im Büro, das daneben waren halt diese Bürocontainer und das wurde dann aber auch noch mit Zelten und so weiter aufgefüllt. Und jetzt hat man seit letztem Jahr, also vorletztes Jahr, hat man im Traumatisiert, in dem was kostenlos ist, was jetzt die Mondstraße ist. Ja, das traumatisiert extrem gemacht für eine Stunde. Kostenpunkt, ich glaube, 8 € oder schon 10 €, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ja, nur eine Person alleine und so weiter und so fort. Versprochen wurde einem das Heftigste, was man je erlebt hat. Das Jahr darauf hat man dann halt die Container umgestaltet zu Dämonextrem. Was es dieses Jahr auch wieder geben wird. Preis 10 €, man geht alleine durch, versprochen wird einem das Heftigste, was man je erlebt hat. Heftiger als traumatisiert extrem. Und ich habe traumatisiert extrem leider nicht erlebt, weil die Karten zu schnell vergriffen waren, aber ich kann nur sagen, ja, es ist das krasseste, heftigste, geilste, schaurigste, whatever, was ich je erlebt habe. Du gehst alleine da durch, kriegst eine Taschenlampe in die Hand gedrückt, irgendwann fängt die an zu flackern, zu vibrieren. Whatever. Oh Mann. Irrsinnig geil. Irrsinnig geil. Vor allem, wenn du durch Nebel läufst und plötzlich leuchtet die rot. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Und was man noch erwähnen darf und auch sollte, falls jemand da rein will und irgendwie Platzangst hat oder so, man kriegt auch noch einen Sack über den Kopf. Unter anderem. Und für Leute mit Platzangst wird es noch schlimmer. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. So, auf jeden Fall ist es wirklich genial. Und ja, nicht zu vergessen ist auch noch beim Fort 4, dass man auch diverse Attraktionen in der Nacht fahren kann. Nicht alle, bei weitem nicht alle. Denn ab hier, ab der ehemaligen Indianer-Show ist Schluss. Wild Eagle läuft, glaube ich, noch bis Anbruch der Dunkelheit. Und alles andere ist da Schluss. Allerdings hat trotzdem bis 21 Uhr der Trapper Slider eröffnet, also wenn man an der Kreuzung links rumgeht. Und auch hier der Dark Raver auch. Also alles, was links rum ist, ab dem Weg, das hört noch auf. Geradeaus ist dann Ende. Aber trotzdem immer noch frei zugänglich. Allerdings, Achtung, wirklich stockdunkel. Es ist da nichts los. Es wird auch teilweise kontrolliert. Ich glaube, da stehen nicht immer Security-Typen, aber die laufen zumindest auch überall lang. Das Ganze hat aber trotzdem nicht daran gehindert, dass die arme, liebe Gabi aus dem Service Center eines Abends erst um 12 Uhr nach Hause gekommen ist. Grund war ein kleines Kind, was ja sich von der Gruppe gelöst hat, da es sich von einem vor einem der verkleideten Monsterpuppen, wie auch immer, erschrocken hat.
Mit Puppen sind jetzt Jackies Puppen gemeint, erschrocken hat, und zwar so sehr erschrocken hat, dass es einfach nur noch gerannt ist und gerannt und gerannt und gerannt und immer tiefer in die Dunkelheit, immer tiefer in den Park rein und sich irgendwo unter irgendeinem Busch versteckt hat. Oh Mann. Ja, und das haben sie dann bis 12 Uhr nachts gesucht und gefunden. Haben es gefunden. Sie sind mit 20 Leuten durch den kompletten Park gelaufen, im Stockdusteren, weil es gibt dort keine Lampen, und haben ihn aber gefunden. Sagen Respekt. Respekt. Vor allem, weil ich bei einer Mitarbeiterin weiß, dass sie sich so schon manchmal überwinden muss, überhaupt an Halloween auf die Straße zu gehen. Und dann nach diesem Event in Stockdunkle. Nein, das war nicht die Gabi. Das muss Überwindung sein. Das muss Überwindung pur sein. Gut, sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich wollte ich noch mehr zur Geschichte sagen, ne? Weißt du was? Entweder ich erzähl's in der nächsten Folge oder kauft euch einfach Jackie. Jackie, das Buch kann ich jedem nur empfehlen. Sehr merkwürdig und auch sehr schade finde ich allerdings. Jackie, sprich das erste Buch, gibt es nur als Buch, nicht als E-Book. Den zweiten Teil wiederum gibt's nur als E-Book und nicht als Buch. Das was ist ich komisch. Sehr bedauere, was ich sehr bedauere. Ja, das ist wirklich finde ich dumm. Nicht, finde ich nicht komisch. Man hat wahrscheinlich gemerkt, dass sich das Buch nicht so gut verkauft, wie gedacht. Oder wie erhofft, würde ich mal so sagen. Oder man hat gemerkt, dass die Produktionskosten zu hoch sind. Irgendwie sowas in der Richtung. Hat sich dann gedacht, hey, wir machen das Ganze günstiger. Warum man es jetzt nicht als E-Book rausgegeben, das erste nicht noch als E-Book rausgegeben hat, kann ich mir nur so erklären, hey, wir haben es schon rausgebracht, wir bringen es jetzt nicht nochmal raus. Und ein Buch wollen oder ein Buch von den beiden wollen wir in den Laden bringen und beides anzubieten, finden wir blöd. Oder irgendwie so in die Richtung. Aber da machen sich halt irgendwelche Bürotypen den Kopf drum, und das, was viele von denen machen, ist ja oft nicht immer das Beste, wie man als Hand, als körperlich tätiger Mensch weiß. Ne? Ja, aber keine Ahnung. Ich hätte das keine Buch Ahnung. Noch irgendwie als Buchform aufwippen. Wie nennt man das so schön? On demand. Also auf Verlangen einfach. Und dann ist gut. Schaffte man das erste Buch in 2 Stunden? Ich glaube nicht. Achso, ja, genau, für die Busfahrt, ja. Hab ich mir gedacht. Seit wann willst du dir das jetzt durchlesen? Seit wann ist das jetzt raus? Du hast es dir im ersten Jahr auch gekauft, mit mir zusammen, ne, TX? Nee, ich hab's vor dir gekauft, ha, aber im gleichen Jahr. Und ich habe eine kleine Jackie da drin. Ich habe eine Originalzeichnung vom Originalzeichner. Zwar nicht extra für mich, aber für mich ausgesucht. Ja, ich kam da hin. Och, soll ich die jetzt noch... Och, kommt ja endlich mal wieder einer, ne? Weil nach der Show war die Hölle los. Da haben sie da bestimmt eine halbe Stunde gestanden und ich bin irgendwann zwischendurch gegangen. Ne? Weil die bei der Jackie-Show haben... Nach der Jackie-Show haben die da halt immer gesessen. Alle beide. Ja. Der Zeichner und der Autor. Ach, soll ich dir jetzt extra noch was reinzeichnen? Oder willst du hier eins nehmen? Nee, nee, ich nehme mir eins. Ne? Ich will noch ein bisschen was machen, sonst... Ne? Na, ich will ja hier den Tag noch genießen. Ich will ja hier jetzt nicht so... Ja, alles gut, alles okay. Welches wolltest du denn haben? Lagen da so 3 Stück, ne? Nee, 3 vorgezeichnete von ihm. Die hat er ja schon gezeichnet, während keiner da war. Okay, gut. Sind ja handgezeichnet von ihm. Ja. Ist halt nur mal eben so eine halbe Stunde oder so her und nicht extra für dich. Ja. Aber ich glaube trotzdem, jeder andere hätte darauf bestanden, dass er noch einen extra für dich macht. Und du dann nimmst hätte ja ich ja nochmal 20 Minuten warten müssen oder so.
Er war ja gerade noch Du einen nimmst am einfach das Machen. Buch. Er war ja gerade noch einen am Machen auch. Und der war gerade mit angefangen. Und das hat ja auch noch gedauert. So, auf jeden Fall lagen da drei Stück. Dann fragt er nur, welches wolltest du denn haben? Ich sage, ah, eigentlich mir egal. Hier, nimm das, passt am besten zu dir. Und ich denke mir so, hä? Okay. War, glaube ich, die schaurigste Jackie. Ich weiß nicht, warum das zu mir am besten passt, aber. War auf jeden Fall eine Jackie und nicht eine von den Puppen. Die hat er ja teilweise dann auch da reingezeichnet. Ja, aber ich habe eine Originalunterschrift extra nur für mich vom Autor. Das war mir wichtiger. Weil so Sowas ein zum Beispiel Zeichner ist in so beim E-Book einem. gar nicht mehr möglich. Nee. Nein. Doch, da hat dann Schade. wahrscheinlich einfach jeder ein Autogramm da drin. Okay. Und genommen wird dann der Nutzername von Amazon. Warte mal, was nehmen wir denn? Für Lena 12393 Kuss-Smiley, genau. HDGDL. Ich habe kein Autogramm drin, weil ich meins im Park gekauft habe. Ja, du kannst E-Books auch in Läden kaufen, wusstest du das? Ja, wusste ich, aber ich hier finde das auch ein bisschen affig. Ich gehe nicht in den Laden, um mir ein E-Book zu kaufen. Nee, aber ich finde das gut. Überleg mal, die würden das zweite Buch von Jackie nicht beim Ford 4 verkaufen. Das wäre doch wiederum Gut, komisch, oder? ja, das wäre wirklich komisch, ja. Dafür finde ich Weil das dann wirklich müsst. praktisch, ein E-Book jetzt, ein normales E-Book jetzt in einem Buchladen zu kaufen. Nein, würde ich auch. Vor allem, ich glaube, es war sogar 50 Cent günstiger als online. Okay. Auch Nee, wieder dann ein macht das Vorteil. sogar gut Sinn, sag ich mal. Ja. Eigentlich müssten die ja den Eintrittspreis davon abziehen, weil ich wollte ja, bin ja nur in den Park gekommen, um mir das Buch zu kaufen. Gut. Jackie von Sascha Ehlert, richtig. Hat der TX hat sogar die ISBN aufgeschrieben. Also wer das Buch haben will, jetzt Stift zücken. Ich lese ihn gleich vor. Ich 9,20 € bei Weltbild. Glaub, ich gehe demnächst mal da machen. Wie gesagt, das Buch ist empfohlen ab 18 und wirklich nichts für schwache Nerven. Also wirklich nicht. Gibt's bei Rebuy für 1,19 €. Ich will Ge Bücher neu und nicht. Und noch nicht benutzt, kann ich verstehen. Bei Amazon gibt es für 8,90 €. Sind aber nur zwei auf Lager. Gut. Oder man bestellt bei mir ein Original aus dem Fort von Abenteuerland. Versandkosten ins Ausland 10 Zählt Bayern als Ausland? Elke kommt aus Österreich. Ja. Alte Bayern. Das andere Bayern, genau. Mit 14 schon bei FSK 16 Film eingestuft. Ja, aber je nach Fantasie im Kopf und so weiter kann es bei Büchern schlimmer werden. Und das, was in Jackie so drin steht, ist wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Sehr, sehr schön. Und ob jetzt ein Wachsfigurenkabinett aus echten Leichen jetzt für jedermann was ist, weiß ich nicht. So hat nämlich das Ganze übrigens mit den Puppen angefangen. Bitte bei einem Paket echt hinkommen. Okay.
Also mit den 10 Euro jetzt. So, jetzt kommt die ISBN. Ich hoffe, alle, die es wollen, haben jetzt den Stift gezückt. Ansonsten müssen sie nochmal zurückspulen. Die ISBN von Jackie, von Sascha Ehlert ist die 9, 7, 8, 3, 9, 4, 2, 2, 7, 7, 3, 2, 7. Und jetzt nochmal rückwärts. 7, 2, 3. Nein. Super Zahl 9. Oh. Das waren die Lottozahlen Hallo für heute. Seraphin LP. Mit dem Freizeitpark-Planspiel an sich sind wir übrigens durch. Wir haben gerade über das Fort von Abenteuerland gesprochen, beziehungsweise über das Fort 4 Horrorland. Und ich würde sagen, damit hören wir dann jetzt auch mal auf. Ja, wie lange haben wir gebraucht? Zu lange. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird die längste Folge ever. Und übrigens, was ich noch erwähnen wollte, vor allem für die hier jetzt auf hier jetzt bei Twitch im Livestream. Letzte Folge Freizeitpark-Planspiel kam übrigens gestern raus. Heute nehmen wir die 14. Folge auf. Fällt euch etwas auf? Oh mein Gott, es ist 14. 10 Uhr abends. Es ist der 14.10. Wir nehmen Folge 14 auf und Ja. gestern am 13.10. kam die 13. Folge auf YouTube. Genau. Schade, Und dass nein, gestern das nicht war fertig nicht war. getimed. Vor allem, dass du das um 10 Uhr erwähnst, weil heute der 14.10. ist. Oh, es ist aber 5 nach. Wir Deine sind Mutter ist 5 nach, was? Denn es ist der 14. Illuminati. Och, wenn man Leichen nicht abkann, was? Horror Stories, was ist mit dieser Anitrama Coaster Geschichte passiert? Das wird auch noch eine Horror Story. Okay. Auch wenn man leicht nicht ab kann, die Körperwelten sind schon geil. Alles klar, alles klar. Gut, ja, so. Das war's für diese Folge. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Viel Spaß mit meinen weiteren Videos hier auf YouTube oder auch auf Twitch. Da könnt ihr nämlich auch alle Osu-Folgen nachgucken, die jeden Mittwoch live aufgenommen werden. Ja, auch viel Spaß hier halt mit meinen anderen Let's Plays und mit meinen Freizeitpark-Videos, die jetzt auch wieder demnächst losgehen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, du bist immer.